Hasen oder Eier, das ist die Frage. Bald ist Ostern und ich zeige euch, wie ihr leckere Spiegelei-Kekse macht. Ich habe dafür Biomehle genommen, die pflanzliche Wilauf-Margarine, einen Teig gemacht und den kühl gestellt. Ich mache Zopfteig-Schneckenhäsli. Für den Hefeteig nehme ich Zopfteigmehl, Margarine und Sojamilch. Den Teig rolle ich aus, steche meine Kekse aus, habe noch eine Tülle genommen für das Eigelb und so backe ich meine Kekse, bestäube sie anschließend mit Puderzucker und fülle sie mit Aprikosenmarmelade. Die Füllung von meinen Häsli besteht aus Haselnüsse, Zucker, Zimt, Margarine und Rüebli. Den Hefeteig tue ich dünn auswählen, gebe die Masse drauf, verstreiche das und den Teig in 2-3 cm dicke Streifen schneiden und daraus die Zopfteig-Schneckenhäsli formen. Beide Rezepte sind so lecker, was wählt ihr?